Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier und willkommen zu einem weiteren Part zu Super Dragon Ball Heroes. Erst einmal vielen lieben Dank für euer Feedback. Erste Sache, ihr habt recht, Freunde, ich spiele halt, also viele wollten quasi mal verschiedene Team-Setups sehen oder verschiedene Charaktere, weil es halt nach einer Zeit stumpf wird, wenn ich immer mit demselben Team spiele, ja, an der Stelle dieses Team. Da gebe ich euch recht, aber ich habe mir gesagt, das ist ja die Sache wegen dem Claims. Mit diesem Spiel weiß ich, wen ich spielen kann und wen nicht, was ich zeigen kann und wen nicht. Ich weiß, dass es stumpf ist, aber... Also außerhalb davon, es ist nicht so, dass ich nur dieses Team spiele. Ich spiele auch andere Teams, Freunde. Aber halt dann entweder im Stream oder Offscreen, sag ich mal. Ich kann euch trotzdem verstehen, dass es ein bisschen stumpf wird. Deswegen werde ich mal, ich habe ja mal probiert, auch ein, zwei Charaktere zu involvieren. Den Uigoku und so und so fort. Bei dem Uigoku konnte ich euch auch nicht zeigen. Hat auch ein Claim bekommen, dass quasi als Vegeta reinkam und so und so fort. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde nicht das komplette Team wechseln. Ich werde mich darum bemühen, mal immer ein, zwei Charaktere reinzuhauen und einfach mal die mitzunehmen. Und im Endeffekt wäre ich dann auch schlauer. Auch wenn ich da vielleicht ein kleines Risiko eingehe und vielleicht auch ein bisschen Zeit, das Ganze Zeit mit sich bringen muss, weil ich das immer wieder neu bearbeiten muss und so fort. Nehme ich auf jeden Fall auf mich, ist nicht schlimm. Mein Bedenken ist halt nur, ich hoffe, dass... Es kann ja sein, zum Beispiel, heute werden wir den Son Goku, Vegeta und Bulma aus dem Broly-Film nutzen, damit ihr Son Goku und Vegeta fusionieren könnt zu Gogeta Blue. Meine Angst ist halt, oder was ich vorhin gesagt habe, das Wort fällt mir gerade nicht ein, sorry. Jedenfalls, aber meine Bedenken, ja, Halleluja. Meine Bedenken sind dabei halt, ich hoffe, dass dann das Video nicht allzu kurz wird, weil je nachdem, was halt rausschneiden muss. Nicht schlimm, Freunde, im Endeffekt wären wir schlauer, aber wundert euch, wie gesagt, dann nicht, falls mal hier oder da das eine nicht gezeigt wird, das eine geschnibbelt wird und irgendwas nicht stimmt, das dann eben wegen diesen Claim-Geschichte, das ist immer noch so, ja, das läuft irgendwie immer noch, da gibt es halt irgendwie noch keine Besserung, sag ich mal. Und danke, viele haben auch gefragt, ey, hast du mal mit Spiegeln und so versucht, habe ich mal, das allererste Mal, als ich gesagt habe, vielleicht kriege ich das hin mit der Hashtag EOS Production. Magie. Das erste Mal hat es gespiegelt, bisschen farblich bearbeitet, hat nicht geklappt. Aber jetzt, nachdem ich das so in Schnitte abschneide, dann hat das ja gut funktioniert bis jetzt immer. Deswegen wundert euch nicht, falls mal hier und da etwas komisch ist. So wie hier mein Greenscreen, das eskaliert auch komplett. Jedenfalls noch ein weiterer Tipp von euch. Dankeschön. Ja, hier die Dackel. Die haben weitere Decks bekommen. Ich habe das nicht mitbekommen. Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Tatsächlich, schau mal. Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Das hat es einfach... Wieso? Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Keine Ahnung. Jedenfalls lieben Dank, dass ihr mir das gesagt habt, weil... Ja, ich habe mir gesagt im letzten Part, ey, das dauert so lang mit den verbündeten Decks da mal reinzukommen. Ich habe gesagt, ey, also, schau mal in den Deck, die sollten in deinen Deckslots, die sollten eigentlich neue Teams haben. Ja, Halleluja, Gott sei Dank. Legit, ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit den Cabra mitgenommen, weil der Tickets gibt und Kagyu, weil ihr euch den cool fand. Aber vielleicht werde ich da mal demnächst andere nehmen. Ich könnte mich mal gerne wissen lassen, welchen ihr sehen wollt von den Verbündeten. Dann kann ich die auch gerne mal mit reinnehmen für das nächste Mal. Aber gut, ja, so viel dazu. Vielleicht ein bisschen langes Intro, whatever. Aber ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für euer Feedback. Gut, dass ihr da immer mitmacht und ja, Feedback gibt. Moment. Denn ja, wir werden da auf jeden Fall auch alle gemeinsam... Ja, wir gucken jetzt alle gemeinsam an. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen soll es auch Spaß machen. Und genau, jetzt will ich aber mal rüber zum Story-Modus und dort machen, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, ich bin eher auf jeden Fall drauf gespannt jetzt. Ich hoffe, ich kann das durchzeigen. Wenn es halt dann geschnibbelt ist, hoffentlich passt das dann mit Gogeta und Ding. Gogeta Blue, seine Fusion. Goku und Vegeta habe ich noch nie gespielt. Ich habe aber auch Bulma mit reingenommen als Supporterin, weil sie ja auch zu dem Film gehört und quasi noch einen speziellen Boost hat, wenn ich sie mit Vegeta ausspiele. Ich bin gespannt auf die beiden Charaktere. Vor allem auf die Fusion. Ich hoffe, wir können das Ganze sehen. Und dann sage ich, ja, herzlich willkommen. Wie geht es euch? Auf euch geht's gut. Und ja. GG, weiß auch nicht, was ich sagen soll. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich nur rein in den Kampf. Genau, ah, stimmt. Hier, okay. Wir fangen mal mit meinem an. Let's go. Ja, wie gesagt, ich habe nur ein, zwei Sachen geändert im Team. Weil zum Beispiel die erste Runde, da weiß, da kann ich alles zeigen. Ich schieb Cell raus und dann bekommt er den Boost von Vegeta und so fort. Aber jetzt bin ich wegen der zweiten Runde gespannt. Aber vielleicht habe ich mir auch ein bisschen Eigentor geschossen, weil, wisst ihr was, für dieses Mal mache ich es anders. Weil ab Runde 2 kann sich Vegeta und Goku fusionieren. Aber die Sache ist halt legit, wenn ich sie in Runde 2, ja, by the way, das ist wegen Bulma. Wenn ich sie in Runde 2 ausspiele, sind direkt fusioniert, heißt, wir sehen nicht mal, was sie so drauf haben. Und jetzt Bulma ist eine Supporterin. Bam, die tut, ich glaube, Ausdauer. Ich habe mir die Karten gerade durchgelesen, da habe ich das vergessen. Soll ich mal
ganz kurz reingucken vielleicht, weil vielleicht interessiert auch den einen oder anderen, was die Karten drauf haben. Ich habe es gerade durchgelesen und schon wieder vergessen. Naja, jedenfalls gibt es die Vegeta und Extra Boost. So, und zwar Bulma hier an der Stelle ist eine Supporterin. Sie heilt die Ausdauer, die ist verbündet, mit dem sie gepaart wird, sage ich mal, während der Vorbereitungsvorstellung zu regenerieren. Genau, und jetzt hier gibt es den Zusatzeffekt. Zusammen mit Vegeta aus dem Broly-Film bekommt dieser zusätzlich 8000 Kraftstufe in dieser Runde. Heldenenergie steigt dabei nicht. Und wenn der Verbündete zudem den Aufladungseinschlag gewinnt, dann bekommt er seinen Superangriff. Sehr schön. Und wenn man sie in den Unterstützungsbereich setzt, was steht dann, verändert sie den Angriffsbereich. Danach werden Angreifer basierend auf der während der Vorbereitungsphase verbrauchten Ausdauer verstärkt. Wow, interessant, okay. Das ist der Vegeta, mit dem man sich zusammenspielt, wie gesagt. Als Angreifer am Ende der Stärke Kampfphase plus 5000 eigener Block sollte das sein für diese Runde. Ist eigene Ausdauer auf Gefahrstufe, verursacht das eigene Team in dieser Runde 1,3-fachen Schaden. Wiederholbar. Sehr schön. Ja, und das sind die Fähigkeiten, die ich ihm gegeben habe. Er hat auch eine ultimative Einheit, aber auf die spiele ich nicht, weil ich sie in Runde 2. Er hat auch eine CAA, Moment. Genau, als Angriff verfügt man Superangriff, dem erfassten Gegner 1,2-fachen Schaden zufügen. Effekt wird verstärkt, wenn du einen Gegner mit 100 Block oder weniger angreifst. Interessant. Interessant. Ja, auf die ultimative Einheit werde ich nicht spielen. Deswegen habe ich keine Whis im Team, weil ab Runde 2 will ich ihn mit Goku nämlich fusionieren. Genau, ab Runde 2 können sie beide fusionieren. Zweifache Kraftstufe zu halten. Okay, komplett auszuhalten in jeder Runde. Betäubung wird dauerhaft verhindert. Was? Und plus 2000 zugefügter Schaden. Krank, krank, krank. Als Angreifer am Ende der Vorbereitungsphase plus 5000 Kraft auf alle Angreifer im eigenen Team. Hebe zusätzlich Schadenserhöhung für Angreifer des eigenen Teams auf. Sehr schön, wenn 5 von ihnen oder weniger im Spiel sind. Interessant. Genau, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mal jetzt hier in der Runde sehen, weil die Sache ist ja legit. Hätte ich wieder Cell zuerst ausgespielt, dann hätten sie sich direkt fusioniert. Und wir wollen aber auch mal sehen, was sie vielleicht hier einzeln drauf haben, oder? Findet ihr nicht? Ich finde schon. Warte mal, da war bei Bulma jetzt ein super Angriffszeichen. Aber wie cool, gell? Wie cool einfach Bulma mit Vegeta ausspielen. Das ist schon geil, guck mal, die sind alle aus dem Film. Ich hoffe, ich kann das alles zeigen. Let's go. Krieg ich Eye-Tempo erhöhen. Oh, okay, jetzt ja mein Item erhöht. Ah, komm, ah, bitte, krieg ich das durch? Nein, was? Verdammt! Ich wollte das durchkriegen! Egal, wir haben ja noch ein paar Kämpfe, Dann klappt das hoffentlich. Ah, aber kein, oh mein Gott, ich wollte erst nämlich den Effekt mit Bulma sehen. Jetzt komm mal ran, was ist mit dir los? Oh, ja, immer beim Blocken schaffe ich, perfekt, aber sonst nie, keiner weiß. Oh, jetzt greift der auch noch an, muss aufpassen auf Kakarot. Nein, der darf nicht betäubt werden. Oh nein, deswegen wollte ich eigentlich eine gute Zeit komplett ausspielen. Ist der betäubt, mein Boy? Ne, okay, sehr gut. Sehr schön, der darf nicht betäubt werden, weil ich weiß nicht, ob ich dann ihn fusionieren könnte. Ob es dann zur Fusion kommen könnte. Aber gut. Jetzt kommt man die Dead Machine rein. Was soll man machen? Machen wir mal das hier rein. Wir kämpfen gegen viele Gegner. Und jetzt sollte eigentlich die Fusion kommen. Bin gespannt. Hoppsa, okay. The Dead Machine. Jetzt bin ich gespannt. Riesenmodus? Nein, das wollen wir nicht sehen. Aber. Oh mein Gott, Freunde, ich sehe das zum ersten Mal. Ich bin so gespannt. Fusion? Ha! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie nett der aussieht, bitte, was? Boah, bitte! Junge, jetzt komm mal ran! Was? Der sieht so verdammt nochmal cool aus. Ich heul grad. Oh mein Gott, hoffentlich sehen wir. Der hat noch nicht seinen Superangriff, aber ich glaube. Komm schon, Messing sollte uns, glaube ich, noch ein bisschen Heldenenergie geben, oder? Der soll auf seinen Superangriff kommen, bitte. Genau, jetzt. Oh, wie cool Gogeta Blue aussieht mit dem FIFA-Gogeta am Start. Genau jetzt, ich muss gewinnen. Sharingan. Okay, wir hatten Glück. Jetzt kommen die Super. Jetzt müssen wir mal den Superangriff sehen. Bin drauf gespannt, ich hab's noch nie gesehen, wie gesagt. Okay. Das wollen wir nicht sehen. Jetzt, bam, Ukla Gott, komm mal.
Oh mein Gott, was für ein Schaden. Double Urknallkamehameha. Geil, guck mal. Raus mit euch! Achso, Bulma startet einen Superangriff. Okay, so war das mit ihrem. Bulma startet einen Superangriff durch ihren. Durch ihren Unterstützungseffekt oder durch ihre Fähigkeit einfach. Geil, oder? Freunde, das ist genau das. Bei mir sieht's halt. Ich verstehe euch. Bei mir sieht's stumpf aus, weil ich halt. Die letzten Parts immer das gleiche Team gespielt habe. Halt wegen der Claim-Geschichte, talala. Aber ich teste auch viele andere Karten und in Dragon Ball Heroes speziell. Lasst euch nicht davon quasi irritieren oder einen falschen Eindruck bekommen. Das Spiel ist interessant, weil es gibt so viele Karten, man kann sie so miteinander verschieden spielen. Viele Karten haben diese Effekte, es gibt so viele Sachen, die man nicht weiß. Und wenn man den herausfindet, ist richtig geil. Also, da ist schon experimentierfreudig. Da geht nämlich sehr vieles in Sachen Teamkonstellation, wenn man ein Team baut und sofort, wenn man die Karten testet. Und die drei haben wir jetzt random mal mit reingenommen, hat auch sehr gut funktioniert, finde ich. Hat doch sehr gut funktioniert auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch vieles davon zeigen. Denn es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr schön, sehr schön. Und ja, in Zukunft dann gerne, natürlich gerne. Warum nicht? Also ich werde wahrscheinlich nicht das komplette Team ändern, aber dann vielleicht so zwei, drei Kombos-Charaktere mit reinnehmen. Oh, also mein Stammkader wird wahrscheinlich sein, weil bei denen weiß ich, okay, bei denen kann ich alles zeigen. Oh, der hat jetzt sogar, glaube ich, ein neues Deck. Sehr schön. Also, Cell werde ich sicherlich immer nehmen. Bei dem weiß ich, okay, das kann ich zeigen. Gogeta vielfach auch, wegen der Combo. Mass Sane ebenso. Und aber die anderen, und mein Avatar. Und die anderen drei Charaktere kann ich halt ein bisschen herum experimentieren, sage ich mal. Okay, können wir uns darauf einigen? Ich hoffe ja. Dann könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, welche Karten ihr sehen wollt. Als nächstes hatte ich im Kopf Super Saiyan 4 Gogeta. Also Super Saiyan 4 Goku Xeno und Super Saiyan 4 Vegeta Xeno, die wir letztens gezogen haben. Das hatte ich im Kopf. Okay, jetzt gehen wir mal rüber mit dem. Und jetzt habe ich sogar, glaube ich, ein neues Deck. Komm, ich gehe mal kurz rein. Ich spiele mal nicht rüber. Ich cutte das mal nicht. Damit, damit ihr auch das mal seht, wie das Ganze aussieht. Weil eigentlich cutte ich ja immer rein in den Kampf direkt. Weil mir das eigentlich viel zu lang dauert hier bei den Voreinstellungen, bevor man in den Kampf reingeht. Ah, ne, ich habe noch kein Deck freigeschaltet. Okay, ich dachte, weil ich eine Klasse aufgestiegen bin. Dieses Deck habe ich die ganze Zeit benutzt, aber jetzt haben wir dieses Deck. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ja, jetzt aber auch die Sache bei dem. Aha. Ob ich da alles zeigen kann. Ich hoffe schon. Jedenfalls, Freunde, ich habe einen Infrafar. Ja, ich kann nicht mehr reden, weil ich habe zu viel geredet. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall natürlich gerne ein Like geben. Falls ihr neu seid, Freunde, dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen. Jeder Schritt zählt, über jeden mich auf jeden Fall dankbar. Und seht ihr, das ist das, was ich meine. Es dauert übertrieben lang, bis ich in den Kampf komme. Deswegen cutte ich das immer. Weil ich gerade weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Naja, alles gut. Jedenfalls, noch was. Indem das Ganze ansieht, im Prinzip gestern kam ein Video raus mit dem lieben Rev. Shoutout und Grüße an ihn. Da haben wir gegeneinander gekämpft, so Zufallskämpfe gemacht, beziehungsweise mit zufälligen Karten. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, könnt ihr, könnt ihr gerne in das Video reingucken. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Wir könnten uns auch gerne eure Ideen geben, was für eine Thematik ihr haben wollt zum Beispiel. Okay, so jetzt bei dem T-Deck weiß halt auch nicht, was hier abgeht, aber... ich baue mal meine Elite-Charaktere. Was macht der? Schaden erhält, okay. Dann lass aber mal den Schaden von Kiko erhöhen. Meine Elite-Kämpfe haue ich mal raus. Nee. Genau, machen wir es. Nee. Ja, machen wir das mal so ein bisschen. Okay. 1,1 noch super angeschaut, wenn verbunden. Okay. Oh, der greift zuerst an. Okay. Okay. Okay, ich dachte schon. Das fand ich gut. Nice Block. Ich bin gespannt, ob die auch irgendwas drauf. Ah, wir haben schon Super Saiyan 3 Gotenks von Anfang an. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, ob die mit irgendeinem. Ob da irgendwas geht wieder so fusionsmäßig oder so. Wir haben nämlich auch einen Goku am Start. Bin gespannt. Weil im ersten Deck konnten wir uns ja fusionieren. Ah, was ist da los? Rede, Ozaru? Ja, beim Blocken gewinne ich immer, aber beim Angreifen verkacke ich. Keiner weiß. Oh, okay, ich nehme alles zurück, Okay. Das ist der Ding, ne? Xeno Kippu.
Jetzt haben wir eine Kampfrunde Chance, okay, was machen wir? Dead Machine. Okay, Z-Modus, okay. Oh, was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Okay. Ja, Z für Dragon Ball Z, ne? Und, was geht bei dir? Betäuben diese Runde nicht möglich. Oh, okay, GG. Für Goku und ihn, okay. Alright. Und das war's tatsächlich. Bis das, dann gehen wir einfach mal raus, let's go. Ich wollte es gerade sagen, wir haben auch die Legende Mr. Satan. FF für gegnerischen Team. AE Tempo runter. AE Tempo hoch. Was bitte? Ja, für Gegner kann. Oder ich hätte für mich runternehmen sollen. Ah, dann wäre es für mich einfach eigentlich. Oh, was jetzt? Ah, the plates! Oh je. Yeah. Oh, okay, ich bin total eskaliert. Was geht ab? Ah, der Mr. Satan, die Legende. Hier, Jungs. Haut mal ab. Alter, guck mal, ich sag doch, was geht hier ab? Aufschaltmodus. Gehen wir beide auf Paris, oder? Let's go. Kopf auf 1 senken und Abfluss angehen und Chance bringen und bla bla. Nein! Die greifen zuerst an. Okay, okay, okay. Okay, okay. Verdammt. Nicht die Legende, Mr. Satan. Mr. Satan, Mr. Satan. Einfach betäubt. Oh nein. Doppelmodus. Ah, vom Gegner. Oh nein. I don't wanna know. Es macht so viel aus, wenn man zuerst angreift. Ich habe aber sehr viele Superangriffe. Ich hoffe, ich bekomme die alle durch. Jetzt haben wir aber leider Mr. Satan verloren. The Legend of Mr. Satan. Ups. Yeri, yeri. Ups. Oh my yeah. Okay. Am Boden. Am Boden bleiben. Jetzt erreicht zuerst ein Kid, du Solo das. Nice! Da ist der ruhige Finger. So normale Kid, du, ja. Yeah. Okay, ja, gut, guter Schaden. Was haben die anderen drauf? Oh mein Gott, wie fresh der aussieht auf einmal. Oh, ich dachte gerade. Okay, okay. Greift auch alleine an, oder was? Wieso greifen alle alleine an? Greifen sie dann bitte zusammen an. Dann mach ich einmal Aufladungseinschlag, gewinne ich einmal und dann ist gut ist. Oh mein Gott, alle greifen alleine an. Keiner Bock zusammen zu helfen. Gut, die Superangriff habe ich gut durchbekommen. Oh, sehr schön. Jawohl, der ist. Okay, sehr gut. Der hat mit Gotenks angegriffen. Aber ich habe noch einen Angriff, ne? Jetzt. Jetzt ist wichtig. Komm schon, ey, bitte. Ich hatte gerade so Angst. Okay. Jetzt aber. Jetzt sollten wir die besiegt haben. Sino Majin. Oh, was geht jetzt ab? Oh, Mau. Mau. Mir fällt gerade auf, wenn ich das Ganze aufnehme. Einfach so random. Mir fällt das einfach immer random auf. Ich habe in Legends auch meine Dailies nicht rausgehauen. Ich bin gespannt, was ich da ziehe. Let's go. Sehr gut, dann hätten wir die auch besiegt an der Stelle. Nice, KO. Gut, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Kampf mit dem Akugita Blue. Wie geil das aussah, oder? Ah, ich glaube, ich muss sie besiegen. Nein, 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 nein. Ich wollte mit... Ah, wieso kommt hier niemand? Ich will nicht mit... Ich wollte mit Gogeta spielen. Nicht... Oh, Mann. Ich muss jetzt gegen Paris kämpfen, das gibt's doch nicht. GG. Ja, schade, ich wollte eigentlich mit dem anderen Team wieder spielen, aber geht ja nicht. Wir werden jetzt trotzdem mit dem Team spielen, das wird auch der letzte Kampf für diesen Part sein.
Ich werde aber das Team von Mikureta Blue noch behalten für ein, zwei Parts. Wie gesagt, aber wenn ihr andere Setups sehen wollt, dann könnt ihr mich das gerne wissen, also andere Charaktere. Und dann wechseln wir da mal ein bisschen durch, sag ich mal, oder? Okay, so. Ja, let's go. Dann schieben wir mal die Charaktere hier raus. Und das Ganze mal weg. Genau, und so werden wir dann fortfahren. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Problem war halt, ja, es ist, ich weiß nicht. Bin echt gespannt, wie viel ihr davon sehen werdet. Weil ich habe auch mal Bardock mit reingenommen und Bardock seinen Funkensprühmodus konnte ich nicht zeigen, das konnte ich nicht zeigen. Und da auf einmal hatte ich, statt in 25 Minuten eine halbe Stunde Aufnahme, waren es nur noch um 18 Minuten oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist echt schwierig da. Aber gut, ich werde mich drum bemühen, dass ich auf jeden Fall das hoffentlich gut hinbekomme. Alright, so. Was hat, oh mein Gott. Die haben zuerst angefangen, ja. Okay. Oh, war der perfekt. Okay. Perfekt. ...32.000 Leben hat er. Oh je, das wird, glaube ich, schon lang dauern, dieser Kampf. Oh nein! No, no, no. Okay, nice. Einfach Heldenenergie geklaut, her damit. Ja, Pesa, Pesa. Ich mach das mal. Das. Oh, ne, ja. Egal, egal, nicht schlimm. Jetzt aktiviere ich mal den Simulus bei Goku und gucken, was das auswirkt oder ob es dasselbe ist. Bei Gotlings war ja, dass ich. Sie hat. Was ist das? Betäubung verhindern, richtig. Bei Goku, genau, jetzt mal, was bei Goku ist. Kakaroto. Z für. Zebra! Was, Harif? Okay, lol. Auch oh, genau dasselbe. Dasselbe. Es geht da oben ab. Ey, mach mal langsam. Ich komm gleich ran. Ich hab mir noch Mr. Satan am Start. Der weiß es noch nicht. Jetzt komm mal ran. Ich mach's wieder für den Gegner. Let's go. Und? Oh my wow. Mo Shinderu. Oh mein Gott, meine Hand. Junge, vorhin ging's doch so langsam. Ey, so easy. Was ist? Oh mein Gott. Hey, ich hab mich vorhin nicht so angeschränkt wie jetzt. Vorhin war es viel einfacher. Oh mein Gott. Keiner versteht das. Oh mein Gott. Ich muss nicht mehr ins Gym, ey, wegen dem jetzt. Auf wen gehen wir? Wir gehen auf... Ja, komm, lass auf Samon. Ach du Heiliger. Keiner weiß. Jotti, Jörse. Komm an jetzt, ich zuerst an. Aua. Boah, was war denn das, ey? Oh, Spaß. Das meine ich damit voll oft. Manchmal muss man es gar nicht so krass ausschöpfen, da funktioniert's. Mein Letzt geht's nicht. Aber wahrscheinlich viel The Feeling braucht man dafür. Ich hoffe, die werden betäubt. Aber, ah, nee. Nee, aber doch, die Grüße, die Ticken. Oh, okay. Sabon kriegen wir vielleicht. Überleg mal, hier hätte ich verkackt, wie langsam das war. Nein, keiner betäubt. Oh, ein Held zum Draufhauen. Nein! Nein! Nein, niemals! Woher bitte? Ach was, komm. Es war rigged, es war gekauft. Gekauftes Spiel war das. Kennt ihr immer die Ausreden? Das Spiel ist gekauft, das Spiel ist gekauft. Easy. Ne? Ah, Sturmmodus. Ganz easy. Flack dich.
Kommt die ganze Zeit die Hände irgendwie, wie frech. Kamehame. Ich bin gespannt, ob die es auch CAAs haben. Kein Bock, das in die dritte Runde zu bringen. Oh, Mr. Satan, schade, es geht noch stark senken. War das Mr. Satans Effekt, glaube ich schon, oder? Oder was vom Gegner? Olle! Die Legende. Kann auch vom Gegner gewesen sein, weil wir haben gar keinen Schaden gemacht. Jetzt, Eskalation. Oh, miau, wir sind's. So viel Hype für so wenig Schaden bestimmt. Oh mein Gott. Und was? Was geht jetzt? Okay, sag ich doch. GG. Oh, das will ich sehen. Dreifacher Modus. Ah, oh, jawohl, das will ich sehen. Elite-Kämpfer, rein mit euch. Mehr jetzt Eskalation. Ja, wir sind alle vereint. Ikuso. Schiebe die Karte. Okay. Schieb sie nochmal. Okay. Und? Ein letztes Mal? Aua, ich kann nicht mehr. Oh mein, ich kann echt nicht mehr. Und? Oh, Eskalation. Puh. Lol. Einfach irgendwas machen. Jetzt kommt auch noch ein Schaden, oder wie sieht's aus? Oh, okay. Ey, so viel Show für so wenig Schaden. Da denke ich mir manchmal, warum und wieso und weshalb. Jetzt kommt es in die dritte Runde. Ich hasse es, wenn es in die dritte Runde kommt. Ja, wir sehen. Oh, Karot, du Flasche, du. Kannst das nicht mal carryen. Oh, nein. Aber gut, wir haben so ihre Helden geklaut. Die können keine Superangriffe machen. Sehr gut. Oh Mann, Runde 3, oh je. Yeah. Oh Mann. Was geht, was macht der? Schaden eben oder was? Aus der Erholung. Jungs, alle raus, ey. Was ist da los? Alle raus, mir egal. Beendet das jetzt. Keine Zeit noch. Och, du heilige. Scheiße. Oh oh. Wenn die alle betäubt werden jetzt, GG. Dann nehme ich gar keine Aufsau mehr. Nice. Komm. Verdammt, die sind betäubt. Nein. Okay, Kid Blue ist betäubt. Oh. Ey, ich flehe euch an, beendet es bitte. Bitte. Ja, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, machen Sie Schaden. Ja, bitte, ja. Verdammt. Okay. Ah, Gegner hat's aufgehoben. Oh, okay, okay, nice. Oh mein Gott. Na, ah, Sturmmodus hier, Sturmmodus da. Mach doch einfach. Geh ihn um. Oh mein Gott, hat es überlebt? Oh, ich dachte schon. Ach so, okay, perfekt, 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 perfekt. Sehr gut. Ja, seht ihr, das dauert halt immer lang mit den Verbündeten. Das ist halt so die andere Sache, aber nicht schlimm. Okay. GG. Alles klar, Freunde, dann wär's so viel zu diesem Part. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr wart an ein paar Stellen gefragt. Lasst mir gerne euer Feedback da. Und das nächste Mal machen wir dann weiter. Mit, ja, musst du gegen Sangha kämpfen, genau. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace.